Wir haben dieses Intro nach dem Tagtäglich gedreht und wenn ihr gleich den Tagtäglich seht, wisst ihr oder versteht ihr, warum ich total matschig jetzt gerade im Intro bin und gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen soll. Gleich kommt Tagtäglich nach dem Intro wieder mal mit mir und meinem kaputten Arm. Das Problem ist, dass ich keine Tabletten am Stück schlucken kann. Mir muss ich die zerkauen. Jetzt schmeckt ein bisschen eklig. Moment. Oh, ich muss noch einen Schluck Wasser nehmen, sorry. Aber dann können wir gleich loslegen. Jetzt aber, nachdem in den letzten Tagen, ja, bedingt durch mein Handicap hier, ganz viel der Kollege Frank, aber auch die Kollegen Christoph und Marco den Tagtäglich gemacht haben, ist mir das hier zu österreichisch geworden. Und die beiden habe ich jetzt deswegen nach Barcelona zum MWC geschickt. Die sind auch inzwischen, glaube ich, allesamt da schon gelandet, haben sich auch schon teilweise gemeldet und werden in den nächsten Tagen für euch aus Barcelona von den Neuigkeiten des MWC berichten. Ich bin derweil jetzt mit Arm hier geblieben, Frank auch. Und wir werden hier das Backoffice leiten. Und ich werde euch täglich im Tagtäglich zusammenfassen, was die Kollegen in Barcelona erlebt haben. Noch ist in Barcelona nichts los. Deswegen beschäftigen wir uns mit weltlicheren Themen, zum Beispiel auf Giga Android, dem Test des Honor 6X. Der Kollege Peter hat diesen Preis-Leistungs-Hammer durchgetestet, zieht ein sehr, sehr positives Fazit, sagt, ja, klar, hat Lowlight-Qualität der Kamera zum Beispiel, ist nicht so doll, aber für den Preis von 250 Euro sind das, glaube ich, bietet das Honor 6X enorm viel Hardware, eine lange Laufzeit, ein gutes Display und eine insgesamt brauchbare Dual-Kamera. Den gesamten Test lest ihr auf giga.de/android. Lohnt sich, weil das Honor 6X tatsächlich ein, ja, ziemliches Schnäppchen ist. Dann erschüttert ein neuer Datenleak das Internet, und zwar Cloudbleed. Sagt den meisten wahrscheinlich nicht so viel, ist ein Internetprovider, der ganz viele so Sicherheitsservices für DDoS-Attacken und sowas bietet und bei dem wahnsinnig viel Internetseiten, Portale, Datingportale, Buchungsinformationen von Hotels und sowas sich absichern. Und da sind jetzt unglaublich viel Daten geleakt worden. Die wurden wohl monatelang ins Internet gespielt. Das war einfach ein Fehler. Und das heißt, eigentlich solltet ihr alle eure Passwörter ändern. Egal, ob diese Daten betroffen sind direkt, also ob die Seite, die da geleakt wurde, oder die Seiten, die geleakt wurden, ob ihr da seid oder nicht. Ihr solltet trotzdem alle eure Passwörter ändern. Warum das so ist und wie das genau schief gehen konnte, da alles lest ihr im entsprechenden Artikel auf giga.de/tech. Cloudbleed, Internetgigant, verteilte geheime Inhalte öffentlich im Netz. So, und dann auf Giga Apple gewohnt die kostenlosen und reduzierten iOS-Apps und macOS-Spiele tatsächlich auch zum Wochenende. Ich wähle mal zwei, habe ich rausgesucht. Das eine ist Deus Ex Go, das ist so ein Mobile-Game von Square Enix, die ja sehr, sehr gute Ableger immer von den großen Titeln für Smartphones machen. Und Deus Ex ist eben der Mobile-Ableger von Deus Ex Go, ist der Mobile-Ableger von Deus Ex. Hat jetzt nicht so viel mit dem großen Deus Ex zu tun, aber spielt im selben Universum. Sind dieselben Charaktere und es ist eher so ein Rätsel-Taktikspiel. Macht super viel Spaß, kostet gerade 99 Cent statt 1,99. Und für Mac-Zocker gibt es nämlich, das hat mich gerade sehr gefreut, gibt es Civilization Beyond Earth. Das ist dieser Civilization-Teil, wo ihr ins Weltall fliegt und einen neuen Planeten besiedelt. Gibt es gerade für macOS für 9,99 Euro statt sonst 39,99 Euro. Also das ist bestimmt ein Strategiespiel, das man am Wochenende mal sich gönnen kann. So, und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich diese blinkende Tastatur hier vor mir habe. Das ist die Linecast LK12 Gaming Tastatur. Da haben wir auf Giga gerade einen Exklusiv-Deal. Ihr könnt mit dem Code, den ihr im entsprechenden Artikel erfahrt, 20% Rabatt auf diese Tastatur bekommen, wenn ihr sie bei Amazon kauft. Das heißt, statt normalerweise 35 Euro bekommt ihr die für knapp 28 Euro. Und wer gerade auf der Suche nach einer Gaming-Tastatur ist, die hat viele tolle Features, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel Anti-Ghosting für 18 Tasten. 16,8 Millionen Farben, programmierbare LEDs in 4 verschiedenen Beleuchtungsmodi, Multimedia-Tasten, Polling-Rate und Reaktionszeit einstellbar und einen geflochtenen Kabelschutz, das verstehe ich, für extra Langlebigkeit. Also, gute Tastatur, guter Deal, die genauen Konditionen und den Promocode, den ihr dafür braucht, findet ihr auf giga.de/deals, beziehungsweise geht einfach auf Giga und dann findet ihr den auf der Startseite.
Das war der Tech täglich vom 24.02. Wir sehen uns ja, wahrscheinlich schon am Montag dann wieder, wenn wir erstmalig im Tech täglich vom MWC berichten. Aber die MWC-Berichterstattung bei uns geht tatsächlich schon am Sonntag los. Also schaut ruhig Sonntag im Laufe des Nachmittags da schon ab und zu bei uns rein. Am Sonntag finden in Barcelona die wichtigen Pressekonferenzen statt. LG, Huawei, Samsung. Da werden wir ganz, ganz schnell erste Hands-ons der neuen Geräte für euch haben. Und die findet ihr dann, denke ich mal, spätestens schon am Sonntagabend die ersten bei uns. Bleibt uns gewogen, bis dahin ein schönes, kurzes Wochenende dann und ja, bis dahin, tschüss. Oh, das hat mir so gefehlt die letzten Tage. Also